Hallihallöchen, meine Fans und Zuschauer da draußen. Ja, der Zeitdruck ist wieder da. Und ja, wir sind immer noch bei der Drachen. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich habe keinen Plan. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ja, ja, so dachte ich mir das schon. Das wird nichts ohne Magie. Ohne Magie und ohne Bogen wird das da oben nichts. Unsere Punkte erstmal zurück. Oh shit, die sind da oben, oder? Meine Punkte, die euch da hinten liegen, haben wir eine Arschkarte. Eine richtig deftige Arschkarte sogar. Bei gutem Glück landen die Punkte hier vorne, bei gutem Pech sind die da ganz hinten. Ich dachte mir das schon. Wie zum Teufel ist drei Namen, soll ich das machen? Scheiß Dragon, ey. Scheiß Drachen, ey. Kacke, kacke. Ohne Witz, ey. Wie sollen wir da hinkommen? Nee, nee, nee. Da haben wir nichts in dieser Art. Scheiße. Jetzt sind wir erstmal geschützt in dieser Action. Ich bin gerade überlegen, wie wir weiterkommen sollen. Schauen wir mal das Fernglas jetzt.
Habe ich keins? Okay, dann muss ich halt. Interessant. Ich muss warten, bis der Drache auf irgendwie aufgehört hat, mit dem Feuer zu speien. Alter Schwede. Was soll mal auf damit? Junge, ey. Ich bin gerade echt am überlegen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Da unten geht's weiter. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen gleich geradeaus hier durch, holen uns die Seele und verschwinden in der rechten Flanke. Das könnte gut funktionieren eigentlich. Jetzt. Okay. Alter! Du wirst mich echt vernatzen, oder?
Da gehst du nur einmal um die Ecke und was erwartet dich? So ein motherfucking Vieh von wegen. Oh, ich fick dich jetzt erstmal. Alter. Ehrlich, es geht gar nicht klar. Egal. Nicht schon wieder. Will ich ständig runterfallen? Ich hatte irgendwas Wichtiges rumzulegen. Irgendwas Wichtiges. So. Weil es eigentlich nicht schafft, da durchzukommen. Ich glaube, ich bin erst zu den einen Punkt gerannt und dann bin ich von den anderen Punkt zu den nächsten Punkt gerannt. Links in der Ecke musste ich rein und dann ging es da weiter. Ich versuche mal die mit meinem Armbrust abzuschießen. Aha. Ohne Scheiß. Ich dachte, das ist nur ein von den Viechern, aber jedes Viech, das da oben rumliegt, verwandelt sich in so ein Vieh. Das ist sehr uncool. Nee, ist klar.
Oh nein. Ein Hammergegner nach den anderen. Okay, ich sehe es ein. Ich muss erstmal trainieren. Ich muss trainieren und ich muss mir ohne Scheiß einen Stab, Zauberstab holen und ich muss meine Magie aufleveln. Es wird hier gerade so hardcore gerade. Die Viecher unten verwandeln sich alle an diese dickes Mobbefick da vorne und dann die beiden Omega-Drachen, die da oben stehen und nur darauf warten, mich wegzuflammen. Ne? Lecker, lecker gegritter Zei. Auf Spieß. Am Arsch. Ne? Das Knicken, Alter. Nicht mit mir. So. Ich von meinem Teil werde die Folge jetzt beenden und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, dass der gute Cytrix wieder sterben wird. Also. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ja, ihr wisst ja. Däumchen, Kommentar, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.